Willkommen zurück im deutschen Profifußball, Herr Werner Beinhardt. Interessiert mich nicht. Herzlich willkommen zurück. Na gut. Der dezente Charme des Raubeins, ein willkommener Farbtupfer in der Bundesliga. Werner Lorand, der Blickfang in Burghausen. Sonst immer ein Fanbus von Haching auf Reisen, heute zwei, also der Lorand-Bonusbus. Die Gäste aus Unterhaching in den roten Trikots, 5 Wechsel in der Startelf, der Trainer mit seiner neuen Handschrift. Es gilt sofort Zeichen zu setzen. 1 Minute gespielt. Bogavatz, der quirlige Stürmer. Drüben auf Lastovka, Lechleiter dabei. Lastovka stürzt, keine großen Proteste. Aber Lechleiter packt sich das Trikot vom Tschechen. Das ist schon gut gespannt, das Leibchen. Also den kann man schon absolut geben, diesen Elfmeter. Rotes Glück, Schiri Manuel Gräfe. Burghausen heute ohne Libero Bonimeier, also wieder normale Viererkette hinten ohne Absicherung. Timo Notsch, Fehler Stresser, Burkhardt Fallrückzieher, da kommt Letcherwood, meine Herren. Das war nicht gut, Letcherwood. Nochmals gleich. Stresser, Fehler gegen Aigner, aber dann Letcherwood. Das muss sitzen. 0 Tor bislang für den Kanadier. Die Gastgeber bissiger in den Zweikämpfen bislang, tonangebend. Genau das ist natürlich für den Hachinger Trainer das Schlimmste. Wacker stark in der Anfangsphase über rechts. Dann Stresser gegen Burkhardt und jetzt Schiri Manuel Gräfe gibt Thorsten Burkhardt die gelbe Karte wegen Schwalbe. Der hat mich aber unten getroffen. Also für meinen Geschmack hat Stresser Burkhardt wirklich unten getroffen. Tendenz 11 Meter, auf gar keinen Fall gelbe Karte. Das war zu zweifelhaft. Man spürte bei Wacker, der Sieg in Duisburg hat viel Selbstvertrauen gebracht. Einen Tick spielerische Leichtigkeit ist da. Aigner und Hand von Pasch absichtlich ganz klar und gelb vollkommen richtig hier für Pasch. Niku und Notsch, eine knappe Viertelstunde gespielt, Notsch mit links. So, Lorand ließ jetzt schon mal die Puppen tanzen, Sobotzik, Njai warmlaufen. Alles nicht gut genug bislang, hopp hopp. Im Mittelfeld klare Überlegenheit der Schwarz-Weißen, die immer wieder gut kombinieren durften, ohne energische Gegenwehr. Oft angetrieben von Burkhardt. Guter Überblick rüber auf Notsch, der frei. Und da ist Bogavatz. 1:0 Burghausen, klar und verdient nach einem blitzsauberen Angriff mit Lehrbuchcharakter. Flügelwechsel, Kustos nicht bei Notsch und Bogavatz. Nicht gedeckt von Bucher oder Omo Diakpe. Dieser Bogavatz ist 1,69 Meter groß und macht schon sein drittes Kopfballtor. Und alle hat Notsch vorbereitet. 60 München hat Interesse. Guter Mann. Sein 8. Saisontor. Fred Arbinger, es läuft nach 10 Spielen ohne Sieg, der Duisburg-Sieg und jetzt wieder vorne. Und wir wagen den Blick nach drüben. Erst starr und dann der Kleine gegen 2 Große. 20 Minuten gespielt, Freistoß Gigani, offensives zentrales Mittelfeld. Da ist Spitzer, toller Reflex, Gospodarek, die erste gute Chance für Haching aus einer Standardsituation heraus. Da hapert es in dieser Saison ganz gewaltig, kaum Gefahr nach dem ruhenden Ball. Spitzer, ein Saisontor bislang. Schon 6 Niederlagen für Haching in der Rückrunde, das ist Ligaspitze. Harry Deutinger musste gehen und es wurde jetzt auch ein bisschen besser nach 25 Minuten. Spitzer. Und da ist Kustos. Das war doch mal was.
Sehr ordentliches Spiel jetzt. Die Außenverteidiger von Burghausen immer wieder sehr aktiv nach vorne. Gutes Stilmittel von Trainer Abinger. Burkhardt wieder. Und da kommt Lastovka. Ein schöner Strich vom Außenverteidiger. Der hätte mehr verdient gehabt. Guter Mann, der Tscheche. Noch ohne Tor für seinen neuen Verein. Sein Team ist in Form. Dann fand schon die Höchststrafe statt. Regisseur Gigani musste gehen nach 30 Minuten und Thomas Sobotzik kam. Eine ganz harte Lorand-Maßnahme. Dann eine Minute später Eckball Sobotzik, der neue Spitzer Kolomasnik. 1:1, zweite Chance, erstes Tor. Ideale Ausbeute für Haching, sehr effektiv und zu diesem Zeitpunkt schon eher schmeichelhaft. Zum zweiten Mal am Ball Sobotzik, Spitzak und Omodiakbe, die Vorlagen für Kolomasnik, sein viertes Saisontor erst. Eigentlich zu wenig für einen Torjäger seiner Klasse. Und was macht die weiße Buschelmähne draußen? Sein Einstandstor. Kurz vor der Pause die Chance für Wacker nachzulegen. Blendende Entfernung. Das ist Jeknisch und Heerwagen. Bis zum Ausgleich Wacker besser, danach leicht geschockt und verunsichert. So. Zurück in Burghausen natürlich Beinhardt zum Klassenerhalt. Was sonst? So, rein in diese Abstiegsangstpartie, zweite Hälfte. Beide haben einen Dreier bitter nötig. Burghausen kam fit und angriffslustig aus der Kabine wieder raus. Niku auf Burkhardt, Heerwagen und da kommt wieder Niku. Nochmals nach 50 Minuten. Fred Abinger brachte mit Gretschi jetzt den zweiten Stürmer für Letcherwood und Loran schickte Stürmer Ratgeber ins Rennen für Lechleiter. Die Gastgeber zuletzt 3 Spiele ungeschlagen mit dem quirligen Bogawatz. Dann wieder Burkhardt. Keine Probleme vor 7200 Zuschauern. Burghausen mit dem Haching lauerte mit seinen schnellen Spitzen. Da haben wir Majstorovic in den Lauf von Kolomasnik, der vollkommen frei und Gospodarek. Und jetzt ist der Vulkanstatus erreicht. Der Außenriss von Majstorovic, Jeknic zu spät gegen den Torjäger. Und Gospodarek hat es unglücklich an der Hand erwischt, konnte aber natürlich weitermachen. Die Wechsel taten Haching gut, das Spiel jetzt flott durchs Mittelfeld. Die Spitzen sehr beweglich, die Gäste wirkten jetzt stabiler. Mit Spitzak wieder. Kolomasnik verstolpert, aber da kommt ja noch Sobotzik. Sobotzik, das sah jetzt sehr ordentlich aus. Oder auch nicht. Spitzak, Kolomasnik hätte sofort schießen müssen. Das zweite Ding, das Kolomasnik verdattelt binnen 2 Minuten. Fred Abinger wird nervöser. Das schwächste Heimteam der Liga wackelte. 12 Heimspiele, nur 9 Punkte. Ganz bitter. Dann Aigner, gut. Burkhardt, Omodiakbe kam viel zu spät raus. Glück für Haching. Sehr abwechslungsreiche Partie der beiden oberbayerischen Vertreter, die im Keller Tür an Tür stehen. Wieder Burkhardt. Toleski eingewechselt, ganz klasse, Aigner perfekt, 2:1, 68. Minute, Haching machte die Pace, Wacker die Bude. Ein perfekter Moment für Burghausen, als die Gäste stark wurden. 1A mit Sternchenpass von Toleski und Aigner schneller als Stresser, das war wirklich ein edles Anspiel zum dritten Saisontor von Aigner. Denkt er gerade an Kolomasnik und die 2 dicken Chancen?
Werner Lorand wechselte den vierten Stürmer rein mit Babacan Jai und nahm Ralf Bucher raus, den Kapitän. Unterhaching zuletzt 2 Niederlagen mit 1:7 Toren. Gute Ansätze heute, aber wieder hinten. Tief getroffen vom 1:2. Bakker mit Greci. Burkhardt. Das ist Toleski. Der Mazedonier riesig. Das war richtig gut. 3:1, 77. Minute. Dieser Toleski wurde zum 6. Mal heute eingewechselt. Nie Startelf, kein Tor und heute sowas. Das 3:1 durch Toleski. Sein Antritt, seine Gegner Pasch und Stresser, sein Außenrist vorbei an Heerwagen. Das war alles sehr, sehr fein und überlegt. Ja, ja, und wann kommt die Kiste? Bakker hat in den letzten 4 Spielen 9 Tore gemacht. Da sagt man wohl, der offensive Knoten ist geplatzt. Wirkt Bakker vollkommen losgelöst. Omodiakbe der Fehler gegen Toleski. Heerwagen, da kommt Burkhardt 4:1. Das ist schon ein kleiner Hammer beim Lorand-Debüt. Bakker mit 4 Toren, wie zuletzt gegen Duisburg. Aber der dicke, fette Fehler vom heute völlig neben sich stehenden Omodiakbe. Toleski klasse und Burkhardt staubt ab. Sein 6. Tor vom guten Mittelfeldspieler. Uwe Gospodarek und das Glück der erstmal Erlösten. Burghausen gewinnt klar mit 4:1 und Mimibach bei den Glücklichen. Wie sicher sind Sie jetzt, dass der Klassenerhalt noch machbar ist? Gut, ich war mir vor dem Spiel schon nicht sicher, aber ich wusste, dass wir eine reelle Chance haben, hier den Klassenerhalt zu schaffen. Die hat sich natürlich jetzt erhöht, die Chance, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen, wir müssen nachlegen und das ist das Wichtigste. Was würden Sie darauf wetten, dass ihr die Klasse haltet? Ich gehe davon aus, dass wir es schaffen. Aber was würden Sie wetten? Alles. Auch er war vor der Partie vollkommen überzeugt vom Klassenerhalt, Lorand der Wüterich. Werner Lorand, wir haben Sie auf der Bank beobachtet. Sie haben sich mächtig viel aufregen müssen. Wie schlimm war denn der Einstand? Ja, was heißt das? Ich bin nicht stinksauer, aber ich bin massiv enttäuscht, weil hier darf man nichts verlieren. Auch vom Spielverlauf nicht, von der Spielweise nicht. Wir wussten, dass die Burghausen am Anfang kommen. Das war klar, da haben wir uns aber eingestellt. Haben nur ein dummes Tor gekriegt, was wir dann auch ausgleichen konnten. War nach der Halbzeit, das wussten wir, da haben wir unsere Chance. Die bessere Mannschaft haben die klaren Torchancen und müssen einfach in Führung gehen. Da läuft das Spiel ganz anders. Und dann bekommen wir natürlich 2 Tore, wo wir 2 Stellungsfehler haben. Das darf nicht passieren. Das darf überhaupt nicht passieren, ob ich da spiele, Abschießkampf habe. Da muss ich viel konzentrierter spielen. Und das ist wichtig, das werden wir in aller Ruhe besprechen. Vor dem Spiel haben Sie gesagt, ich glaube fest an den Klassenerhalt. Wie ist es jetzt nach diesem Spiel und nach den ersten Eindrücken? Ja, weil zwischendrin braucht man nicht feiern. Man muss zum Schluss feiern. Das ist immer das Wichtigste, wenn man Ziel erreicht. Was hat wohl mehr gefehlt? Sie der Liga oder Ihnen die deutsche Fußball-Bundesliga? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich wieder da und jetzt habe ich ein hartes Stück Arbeit vor mir mit der Mannschaft. Also, und dann wird man weitersehen. Werner Lorand hat den Beinamen Werner Beinhardt. Wie Beinhardt ist er denn wirklich? Ich glaube, bis jetzt ging es, aber ich denke, dass in der Woche einiges auf uns zukommen wird. Der Zweck heiligt die Mittel. Wenn es uns Feuerwehr bringt, dann machen wir alles. Egal, ob das jetzt hart oder weich ist. Auch der Neue konnte den Hachinger Fall erstmal nicht stoppen und bescherte den Gastgebern eine selten erlebte, ausgelassene Stimmung.